Hey, hallo, willkommen zu unserer ersten Folge mit Sabrina Firelord auf dem sechsten Server. So, unsere erste Aufgabe ist es halt, mit Justin zu sprechen. Hallo, du musst Sabrina sein. Ich bin Justin. Schön, dich kennenzulernen und willkommen in den Moorlandstellen. Mein Vater und ich leiten diese Stelle. Sie sind nicht fantastisch? No? Gerade ist alles etwas hektisch. Herr Campbell, der böse Chef der GED, macht uns alles hier, um uns zu vertreiben, damit er Luxuswohnungen bauen kann. Wir versuchen immer noch herauszufinden, was wir machen können, um ihn aufzuhalten. Aber er ist schlüpfriger als ein Aal. Aber vergiss das, du bist neu hier und ich will dir nicht deinen Sommer verderben. Da drüben ist Crimson Price. Prince, welches diesen Sommer dein Pferd sein wird. Warum reitet ihr nicht mal kurz aus, um euch ein bisschen besser kennenzulernen? Geh und sprich mit May vor dem Stall im anderen Garten, wenn du fertig bist. Ich glaube, sie weiß, wo Jana, das Stallmädchen, ist. So, der Auftrag heißt ein neuer Freund. So, hier vorne sind wir dann jetzt bei May. Hallo, ich bin May. Schön, dich kennenzulernen, Sabrina. Wusstest du, dass ich die Moorlandstelle zum ersten Mal vor 5 Jahren besucht habe und seitdem jeden Sommer herkomme? Es ist der beste Ort, um seine Ferien zu verbringen. Momentan arbeite ich ein wenig im Stall, um mir ein paar extra Jorvik-Schillinge dazu zu verdienen. Komm später wieder und dann habe ich ein bisschen Arbeit für dich. Wenn du willst. Oh, noch eine Sache. Du kannst immer zum Stall zurückkehren, wenn du dich verirrst. Ruf einfach an und jemand wird dich abholen. Und ehe du dich versiehst, bist du wieder hier. So, da haben wir gerade unsere erste Aufgabe, ein neuer Freund, erledigt. Gucken wir mal, wie es mit der zweiten aussieht. Ich glaube, es gibt hier im Moment nichts für dich zu tun. Du solltest mit Jenna sprechen, dem Stallmädchen, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie die Dinge hier in den Moorlandstellen ablaufen. Finde dich einfach in Richtung Süden und du wirst sie sehen. So, unsere zweite Aufgabe ist sofort, sprich mit dem Stallmädchen. Und sie befindet sich da hinten. Da traben wir dann mal schnell rüber. Hallo Sabrina. Da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet. So, die Sache haben wir auch schon mal erledigt. Mann, 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 ich muss sagen, du und Crimson Prince, ihr seid ein gutes Team. Also würdet ihr euch schon euer ganzes Leben kennen. Ihr werdet Großartiges erreichen, glaubt mir. Normalerweise zeigt Herr Morland neuen Besuchern die Stelle, aber zurzeit ist er sehr beschäftigt. Also werde ich ihn vertreten. Ich weiß nicht, ob du von diesem schrecklichen Unternehmen GED gehört hast. Sie wollen diese ganze Anlage hier abreißen, um neue Häuser zu bauen. Störe Herrn Morland nicht, außer wenn du musst. Er arbeitet sehr hart, um diesen schlüpfrigen Herrn Campbell zu stoppen. Aber genug davon. Obwohl ich eigentlich nur für die Stallpflichten verantwortlich bin, kann ich dir, glaube ich, trotzdem das ein oder andere übers Reiten erzählen. Bevor du aus den Toren herausreiten kannst, musst du dir mir erstmal zeigen, dass du sicher im Sattel bist. Hinter mir siehst du eine kleine Bahn, wo Stangen über dem Boden liegen. Das nennt man Cavaletti und sollte genug sein, um zu beweisen, dass du die Grundlagen des Reitens beherrschst. Absolviere die Strecke und komm dann zu mir zurück. Okay, wir nehmen unseren ersten Reitparcours in Angriff. Und los geht's.
Und es geht auch nur im versammelten Galopp. Schneller kann unser Pferd momentan nicht laufen. So, wir haben es absolviert. Das war super. Du hast die Cavaletti-Strecke toll gemeistert. Du und Crimson Prince habt toll als Team gearbeitet. Weiter so. Ich glaube, jetzt bist du bereit für ein wenig ernsthaftes Reiten. Und wie ich versprochen habe, darfst du jetzt galoppieren und außerhalb der Mäulanstelle reiten. So. Und dann dürfen wir jetzt auch galoppieren. So. Mal gucken, was dann weiter, wie es da weitergeht bei Jenna. Also wir haben auch noch keinen Eimer und nichts im Inventar. Sabrina, ich glaube, du brauchst etwas, das dich ein wenig mehr herausfordert. Die Cavaletti-Strecke war ja keine Herausforderung für dich. Vor dem Westtor ist die Koppel des Bobcat-Mädchenreitvereins. Geh dorthin und sprich mit Loretta. Sie ist eine der besten Reiterinnen und immer nett und hilfsbereit zu Neulingen. Frag sie, wie die Wettbewerbe hier ablaufen. Und vielleicht lässt sie dich ja sogar dem Bobcat-Mädchen beitreten. Das ist wirklich ein toller Reitverein. Okay, dann sprechen wir mal mit Loretta. So, wir haben jetzt galoppieren gelernt. Und hier ist sofort ein Doppelgänger. Victoria Opalpark hat auch einen Crimson Prince. Aber ihr heißt das Spiritwind. So, hier ist Loretta. Und mal gucken, was sie uns sagt. Also shoppen wollten wir gerade nicht, aber. Was? Ja, ich bin Loretta und wer bist du? Nicht, dass es mich interessieren würde. Sabrina, ist das dein Name? Also, das hört sich ja sehr, sehr hübsch an und intelligent an. Oh je, Sabrina. Ich wette, der Name von deinem Pferd ist ganz genauso ätzend. Ich wette, das heißt sowas wie Puschelherzchen oder so. Crimson Prince? Ha, ich hatte recht. Also, was machst du hier eigentlich? Jenna hat dir gesagt, ich würde dir zeigen, wie wir hier uns messen. Toll. Weißt du was? Mir ist es ehrlich gesagt gerade langweilig. Also warum nicht? Du Puschelherzchen, könnt unsere Strecke hier auf der Koppel ausprobieren. Wer weiß, vielleicht bringt es mich zum Lachen anhand deines unglaublichen Tempos. Kann ich dir jetzt schon sagen, dass du es nie in den Club schaffen wirst. Okay, wir wissen ja, Loretta ist eine kleine Bitch, ne? So. Du bist immer noch hier. Ich dachte, ich hätte dir schon gesagt, dass du unsere Koppel ausprobieren kannst. Was verstehst du nicht daran? Also ehrlich, los, geh zum Startpunkt. So, die Aufgabe hat, ich werde sie dir zeigen. Dreh ein paar Runden auf der Koppel, probiere unterschiedliche Geschwindigkeiten aus. Gut, dann probieren wir das hier mal aus auf der Koppel.
So, wir haben unser zweites Rennen hier beendet. Okay, das war nicht schlecht für einen Anfänger. Ich gebe zu, dass ich mein Pferd anfangs auch nicht gut unter Kontrolle hatte. Es wird alles besser, wenn du mehr Erfahrung gesammelt hast und dir eine bessere Ausrüstung zulegst. Du wirst natürlich trotzdem nie ein Bobcat-Mädchen. So viel steht fest. Sie ist ja richtig nett, ne? So, dann sprechen wir hier mal mit Tan. Hallo, ich bin Tan. Loretta hat dir gezeigt, wie man auf der Koppel reitet, aber ich werde dir jetzt mal zeigen, wie ein Bobcat-Mädchen reitet. Das mag jetzt hart für einen Anfänger wie dich sein. Nimm dir Zeit, wenn du musst. Du bist ja immerhin kein Profireiter, so wie wir. Ich glaube zwar nicht, dass du jemals unsere Rekorde brechen wirst, aber du kannst es ja gerne versuchen. Pass auf die IG-Baustelle auf. Pferde haben Angst vor den Maschinen, also komm ihnen nicht zu nah. So, die Moorland-Rennstrecke. Die nehmen wir jetzt. Und wir erleben den Rausch der Geschwindigkeit. Und wir haben es ins Ziel geschafft. So, mal gucken, was Tan zu uns sagt. Okay, das war nicht unbedingt fantastisch, aber du hast dich tapfer geschlagen. Du bist natürlich noch ewig weit von unseren richtigen Rekorden entfernt. Du merkst ja, ob das schwierig oder langsam oder so war. Aber warte einfach, bis du und Crimson mehr Zeit miteinander auf den Reitstrecken verbracht habt. Und du wirst sehen, dass Crimson sehr viel schneller wird. Es wird wie ausgewechselt sein. Schraub deine Erwartungen nicht zu hoch, die Bobcat-Männchen können nicht geschlagen werden. Falls du trotzdem versuchen willst, kannst du es gerne machen. Aber nur einmal pro Tag. Wir wollen nicht, dass solche Anfänger wie du unsere Reitstrecke ohne Grund aufwirbeln. Okay, also mein Pferd ist hier gerade auch ein Level aufgestiegen und wir haben hier die blaue Quest und wir versuchen es nochmal. Du bist also hier, um es nochmal versuchen? Dann mal los. Und dann haben wir das auch gleich geschafft. Und wir sind sogar ein bisschen schneller als beim ersten Mal. Gut gemacht, Sabrina. So. Dann sprechen wir hier mal mit Loretta, mal gucken, was sie sagt. Hallo Sabrina, Justin sucht dich. Er braucht wahrscheinlich nur irgendeinen Neuling zum Stall ausmisten. Du findest ihn im Garten hinter dem Stall. Lass ihn nicht warten. Einen Moment bitte. Eine Sache noch. Lass die Pfoten von Justin. Er gehört mir und niemand wird je zwischen uns geraten. Nicht, dass es auch nur die geringste Chance gäbe, dass er sich jemals für jemanden wie dich interessieren würde. Okay. Wir haben hier
noch nichts bekommen, aber wir werden, wenn wir, denke ich, mit Justin jetzt gleich reden, ein neues Oberteil bekommen. Nein, wir möchten nicht da eintreten. So, da ist Justin. Sabrina, da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht. So, wir haben unser erstes Ausrüstungsgegenstück bekommen. Und es ist eine Anfängerreitjacke. So, das, was wir haben, das hilft uns hier natürlich nicht viel. Deswegen ziehen wir uns die Anfängerjacke an. So, wir tragen dann schon mal grün. Schön, dich wiederzusehen. Ich hoffe, alle waren nett zu dir. Kümmere dich nicht um Loretta. Sie kann manchmal ein wenig unfreundlich sein. Aber sie ist nett, sobald man sie näher kennenlernt. Auch wenn das schwer zu glauben ist. Wie auch immer, ich wollte dir noch zeigen, wie du dich um dein Pferd kümmerst. Lass uns damit anfangen, alle Werkzeuge zu besorgen, die man braucht. Ich möchte, dass du mir eine Bürste zum Striegeln bringst, einen Hufauskratzer, um die Hufe in Form zu bringen, etwas Heu zum Essen und einen Eimer. Bring all die Sachen zu mir und ich werde dir zeigen, wie man sie benutzt. So, wir steigen hier schon mal ab. So, wir wissen ja alle, um die Shift-Taste zu drücken, dass man dann läuft. Das brauchen wir nicht mehr, wir kennen das ja. So, Bürste, Hufauskratzer, was zu essen und Eimer. So, ja, das sind die Werkzeuge, die du brauchen wirst. Gut gemacht. Also, lass uns anfangen. Das ist, was du machen musst. Steige von deinem Pferd und öffne deinen Rucksack. Wende nacheinander die Werkzeuge an deinem Pferd. Sobald du das gemacht hast, wird sich dein Pferd besser fühlen und glücklicher werden. Wenn du das jeden Tag machst, wird dein Pferd bald so glücklich sein, dass du feststellen wirst, wie schnell es rennt. Wenn du ihn allerdings vernachlässigst, wird es bald sehr traurig werden und schlechtere Leistungen abliefern. Ein verantwortungsbewusster Reiter würde alles Dings es nie so weit kommen lassen. So machen wir das in den Moorlandstellen. So, wir steigen ja nicht auf. So, wir bürsten jetzt einmal unser Pferd. Dann kratzen wir ihm die Hufe aus. Geben ihm was zu trinken. Und geben ihm was zu futtern. So, gut gemacht, Sabrina. Hör zu, wir brauchen immer Hilfe mit unseren Pferden hier in den Ställen. Und ich weiß, dass ich mit dir unsere Tiere anvertrauen kann. Schau dir die Tafel am Stall an und sieh, was du zu tun hast. Die Tafel wird jeden Tag aktualisiert, also gucke regelmäßig nach. Oh, ich habe fast vergessen, dir zu sagen, dass ich mit meinem Vater Thomas gesprochen habe und er mir gesagt hat, dass er dich sehen will. Ich habe ihm erzählt, was für einen tollen Job du gemacht hast und ich glaube, dass er seine Aufmerksamkeit dir schenken wird. Er möchte dich etwas sehr Wichtiges fragen. Er wollte mir allerdings nicht verraten, um was es geht. Ich konnte aber in seinen Augen sehen, dass es sich um etwas Großartiges handeln wird. Mein Vater arbeitet normalerweise im westlichen Teil des Stallgartens. So, wir sollen dann auch noch mit Thomas sprechen. So. Als erstes nehmen wir uns aber hier die Stalltafel vor. Wir misten einmal. Wir füttern die Pferde einmal. Und wir geben ihnen noch einmal Wasser. So, wir sammeln hier die Schaufel ein. Das Futter. Steigen ab, weil auf dem Pferd kann man das ja nicht machen. So. Einmal Wasser hier rein.
Heu da rein. Da nochmal Wasser. Heu. Jetzt noch haben wir ein bisschen Pubo von ihm weg. So, dann füllen wir den Eimer mit Wasser nochmal. Schwingen uns wieder auf unser Tier. So, Forderung hat er nicht. Also weiter geht's. So, dann holen wir unsere ersten Schillinge ab, hier bei Jenna. So. Da haben wir jetzt ein paar Schillinge. So. Danke, dass du so schnell gekommen bist, Sabrina. Die Lage mit Herrn Campbell von GED gerät außer Kontrolle und ich brauche deine Hilfe. Es ist schrecklich, dieser schmierige Herr Campbell plant uns alle rauszuschmeißen und die Maulanstelle niederzureißen. Ich habe gehört, dass er den Stadtrat schon fast überzeugt hat und mir rennt die Zeit davon, um ihn davon abzuhalten. Sogar jetzt, während wir sprechen, stellt dieses dreckige Pack von Landbegutachtern überall seine Geräte auf, um einen detaillierten Abrissplan für den Stadtrat zu erstellen. Ich weiß, dass mir dieses Land rechtmäßig zusteht, aber ich brauche etwas Zeit, um alle Papiere zusammenzusuchen. Wirst du mir helfen, die Maulanstelle zu retten, Sabrina? Wir müssen Herrn Campbells Landgutachtern Stein in den Weg legen, um Zeit zu gewinnen. Das Einzige, was du jetzt tun musst, ist, ihr GPS auszuschalten. Sie installieren es in diesem Moment im Wald, nördlich der Maulanstelle. Schalte das GPS aus, ohne dass sich die GAD-Arbeiter dabei sehen. Gut, das kriegen wir hin. So, Galoppi, Galoppi. Okay, wir haben hier erstmal den Baum geknutscht. So, jetzt aber schnell. Müssen wir noch ausschalten. So. Einen noch. Und der steht da vorne. So. Die haben wir alle erledigt. Und jetzt reiten wir ganz schnell zurück, wie jetzt Thomas. Also so schnell, wie unser Pferd uns trägt. Brillant, gut gemacht. Ich weiß nur, also ich weiß das wirklich zu schätzen. Das wird alles ein wenig hinauszögern. Jetzt habe ich wenigstens etwas Zeit, meine Argumente gegen Herrn Campbell beim Stadtrat vorzutragen. Was soll ich nur machen, Sabrina? Herr Campbell macht mir wirklich den Druck wegen dieser Dokumente. Ich bin mir sicher, dass ich ihn stoppen könnte, wenn ich ein wenig mehr Zeit hätte. Vielleicht könnte ich ihn eine kleine harmlose Sabotageaktion auf seiner Baustelle anplänken. Wenn er mit solchen harten Bandagen kämpfen will, legt er sich genau mit dem Richtigen an. Also, da ist eine Stromzentrale an einem von den Strommasten. Genau da, wo die Straße eine Biegung entlang der Baustelle macht. Dort sollte es einen Schalter geben, um der Baustelle den Strom zu nehmen. Es würde sogar die Lichter von diesem blöden Werbeplakat ausgehen. Das sollte uns ein wenig wertvolle Zeit verschaffen. Gut, dann schalten wir mal das Licht aus.
Da oben ist der Kasten. So, da haben wir die Mission erfüllt. Das ist unbezahlbar. Ich glaube, ich konnte diesen Dummkopf seiner Arbeiter bis hierher schreien hören. Jetzt habe ich ein wenig mehr Zeit, genau was ich brauche. Und wir müssen uns um dieses hässliche Plakat nicht mehr kümmern. Ich glaube, ich weiß, wie man Herrn Campbell aufhalten kann. Ich muss nur einen Weg finden, um zu beweisen, dass dieses Land mir gehört. Es gibt eine Besitzurkunde für die Moorlandstelle, die mein Vater vor über 50 Jahren von der Baroness Silverglade erhalten hat. Ja, sie ist diejenige, die dort oben im Schloss wohnt. Ich habe überall in den Büroarchiven geguckt, aber ich kann die Papiere nirgendwo finden. Ich habe allerdings eine Idee, vielleicht, wer mehr wissen könnte. Unsere alte Buchhalterin, Frau Holdsworth. Sie weiß alles über unser Unternehmen und sicherlich auch, wo die Papiere sind. Sie ist letztes Jahr in Rente gegangen und vertreibt sich die Zeit jetzt auf ihrer Obstplantage in der Nähe der Stelle. Geh zu ihr und frag sie, ob sie nun in der Lage ist, die Papiere zu finden. Du findest sie östlich der Moorlandstelle. So, Frau Holdsworth befindet sich ja da hinten, aber mal gucken, was May noch möchte. Wie geht es dir, Sabrina? Warst du schon in den coolen Geschäften? Was, noch nicht? Du musst unbedingt dorthin gehen und die tollen Sachen angucken. Guck dir das Ausrüstungsgeschäft, das Kleidungsgeschäft und den Starshop an. Dort findest du bestimmte Kleidung, Ausrüstungsgegenstände. Du musst allerdings einen ziemlich guten Ruf haben, um im Shop einkaufen zu können. So. Wir gucken uns jetzt hier einmal die Sachen an. Nee, davon wollen wir nichts. Davon möchten wir auch nichts. So, da haben wir uns einmal alles angeguckt. Und kicken, was du jetzt möchtest. Das war ziemlich cool, oder? Arbeit weiter an deinem Ruf im Moorland und schon bald wirst du wirklich gute Kleidung und Ausrüstung kaufen können. Vergiss nicht, dass es auch noch ganz andere Menge an Geschäften in Silverglade gibt. So. Das ist auch erledigt. So, was hat Tan denn jetzt hier noch einmal? Sabrina, hast du Loretta gesehen? Nein, sie ist auf die wilde Bobcat-Stritte ausgeritten und nicht zurückgekehrt. Ich habe Angst, dass ihr etwas passiert ist, aber ich kann die Koppel nicht verlassen. Die anderen Bobcats sind alle unterwegs, um nach ihr zu suchen. Und ich muss hier bleiben, falls jemand mit Neuigkeiten zurückkommt. Ich weiß, du magst Loretta nicht so besonders, aber ich brauche wirklich deine Hilfe, um sie zu finden. Bitte reite zu den Klippen westlich von hier und suche dort nach ihr. Beeil dich, Sabrina. Gut, wir suchen jetzt nach Loretta. Die ist bestimmt irgendwo vom Pferd gefallen. Oh, was ist hier denn los? Straße gesperrt? Ja, da ist die Straße gesperrt. Da kommen wir nicht durch. Halt, diese Straße ist unsicher. Du darfst nicht weiterreiten, fahren oder laufen.
Es gab eine riesige Gerölllawine und große Felsen blockieren die Straße. Ob ein Mädchen auf einem Pferd gesehen habe? Nein, aber ich hoffe, dass sie nicht dort unter einem Schutthaufen liegt. Dann wäre sie jetzt nämlich platt wie ein Pfannkuchen. Pfannkuchen. Was? Bist du etwa immer noch hier? Nein, ich kann dich nicht passieren lassen, auch wenn deine Freundin in Gefahr ist. Muss die Straße erst freigeräumt werden, bevor du weiter kannst. Das sind die Anweisungen, die ich bekommen habe. Ich werde diesen Ort nicht verlassen, bis Herrn Campbell mir die Erlaubnis gibt. Du hast ja keine Ahnung, was er mit mir machen würde, wenn ich seine Anweisungen nicht befolgen würde. Wenn es so wichtig ist, warum gehst du dann nicht zur Baustelle nordöstlich von hier und fragst Herrn Campbell persönlich, ob er nicht einen Bulldozer schicken kann? Du findest Herrn Campbell in der Nähe von diesem wunderschönen Werbeplakat. Ich habe wirklich keine Zeit für deinen Kram. Ich habe Hunger und niemand kommt, um mich abzulesen. Jetzt geh schon zur Baustelle. So. Wir sind dann da oben auf dem Weg. Da ist ja auch der unser grüner Punkt. Und dann machen wir hier nochmal einen Zwischenstopp bei der Schmiede. Na, aber hallo, ich grüße dich und dein stattliches Pferd. Du siehst jung und stark aus. Vielleicht könntest du mir bei einer Kleinigkeit helfen. Mein alter Assistent Patrick sollte mir letztens eine Lieferung feinster Werkzeuge aus dem Jorvik-Stellen bringen. Er war schon fast hier, als eines dieser Bobcat-Mädchen die Straße vor der Demasius-Mine heruntergerast kam und ihn fast umgerannt hätte. Er hat sich so erschreckt, dass er den ganzen Weg hierher gerannt ist. Dummerweise hat er auf dem Weg alle Werkzeuge fallen lassen. Er ist kein mutiger Mann und jetzt weigert er sich, die Werkzeuge suchen zu gehen. Uns liegen dort jetzt einfach herum und verrosten. Ich habe keine Zeit, selber nach ihnen zu suchen, aber vielleicht könntest du das für mich machen. Ich wäre dir ewig dankbar, junge Dame. Die Fracht enthält einen Hammer, eine Metallklammer und eine glänzende Minenhacke aus feinstem Jörg-Stahl. Gut. Das ist ja eine easy Aufgabe. Dann suchen wir mal. Hier auf der Karte ist es ja auch eingezeichnet. So, wie ihr gerade gesehen habt, du hast noch nicht gelernt, wie man springt. Starräuder kann nur eine bestimmte Quest erledigen. Also Normalspieler können nicht springen. Und den Account hier, der ist halt noch nicht aufgewertet zum Starräuder. So. Ha, du bist ein Engel, Sabrina. Das ist wirklich ein toller Tag. Ich bin so froh, dass du all meine Werkzeuge gefunden hast. So. Also bei ihm haben wir die Quest schon erledigt und da geht es dann erst morgen weiter. Wir sind gerade auf Level 3 aufgestiegen. So, da ist die Baustelle und da ist der Herr Campbell. Ah, was sehe ich denn hier? Ein kleines süßes Stallmädchen traut sich den ganzen Weg nach hier oben hochzukommen. Was willst du denn? Meine mächtige Maschine sabotieren, um eine der peinlichen Aktionen, diese Baracke zu retten, die ihr Stall nennt? Keine Sorge, kleines Mädchen. Wir werden die Ställe abreißen und neue Häuser bauen, die wir dann zu einem fantastischen Preis verkaufen werden. Ziemlich genial, oder? Ich werde reich und die Moorlands werden keinen Pfennig sehen.
Ich werde sogar dabei zugucken können, wie sie weinen, wenn ich die Stelle niederbrenne. Oh, du bist nicht hier, um Ärger zu machen? Wirklich? Du willst, dass ich dir einen Bulldozer leihe? Du bist witzig, kleines Mädchen. Aber wir brauchen doch Hilfe für Loretta. Du willst also, dass ich einen Bulldozer schicke, um die westliche Straße zu räumen, um deinen Freunden zu retten? Ich sollte eigentlich einen immens großen Haufen Geld dafür verlangen, aber du siehst nicht so aus, als hättest du das. Ich schätze mal, ich hätte die Straße eh räumen lassen. Wenn du was von mir willst, musst du allerdings erst was für mich tun. Ich mache nie etwas umsonst. Siehst du all diese hässlichen Bäume hier? Sie müssen gefällt werden, um Platz für unsere Maschinen und neue Gebäude zu machen. Nimm dieses rote Klebeband und markiere 4 Bäume, die wir fällen werden. Mach das und ich verspreche dir, dass ich einen Bulldozer schicken werde, um die Straße freizuräumen. Okay, gut, dann bestimmen wir jetzt mal eben das Todesurteil der Bäume, ne? Also 4 Stück. Braves Mädchen, vielleicht solltest du dir überlegen, hier bei uns bei GED zu arbeiten. Wir suchen immer nach Leuten, die die Natur ausbeuten und zerstören wollen. Mein Versprechen? Ich erinnere mich an kein Versprechen. Das zeigt dir, dass du nicht jedem trauen sollst. Naja, ich hätte den Bulldozer sowieso schon losgeschickt. Man könnte also sagen, du hast es alles umsonst gemacht. Siehst du, da fährt er. Weg mit dir, Mädchen. Der Bulldozer ist auf dem Weg. Es ist besser, wenn du nicht hier aufhältst und während er arbeitet. In der Zwischenzeit kannst du zu deiner Freundin gehen, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Oder was auch immer. Ist mir egal. Jetzt muss ich weiter die Zerstörung des peinlichen kleinen Stalls planen. Und vergiss nicht, dass du mir dabei geholfen hast. So, dann können wir Tanne auf den neuesten Stand bringen. Aber wir können auch den Abstecher zu Frau Holzworth noch eben machen. Wegen den Papieren. Und nein, wir möchten da nicht beitreten. So. Da sind wir bei Frau Holzworth. Hallo, du, was kann ich für dich tun? Lass mich nachdenken. Ich glaube, da gab es eine Besitzurkunde, aber ich glaube, die ist vor ein paar Jahren verloren gegangen, als Thomas Morlands Frau Katrin während der Geburt ihres Kindes starb. Hat Thomas all sein Interesse für Papiere und Dokumente verloren und wollte nur noch Zeit mit seinen Pferden verbringen. Alle Papiere wurden in einer Kiste an Catherines Vater geschickt und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich die Urkunde in dieser Kiste befand. Ja, der Vater ist Jasper Holbrook und das Kind, das geboren wurde, ist Justin Morland. Jasper macht Justin für Catherines Tod verantwortlich und die beiden haben seit 20 Jahren nicht miteinander gesprochen. Es ist eine Tragödie, dass diese Fehde schon so lange andauert. Aber wenn irgendjemand die Urkunde hat, dann ist es der alte Holbrook. Es wird nicht einfach, ihn zu überreden, dir die Kiste zu überlassen. Du findest Jasper am nördlichen, östlichen Feldern. Viel Erfolg! So, dann flitzen wir da mal eben rüber. Das ist ja nicht so weit.
hast mich gefunden und jetzt kannst du auch schon wieder gehen. Ist mir doch egal, ob die Mäulernställe abgerissen werden oder nicht. Dieser verdammte Ort war das Ende meiner geliebten Tochter. Und ich verfluche den Tag, an dem sich meine süße Katrin und diese Schlange von Thomas kennengelernt haben. Ich habe die Mäulerns für die letzten 20 Jahre gehasst. Aber wenn du glaubst, dass das jetzt ändern kannst, dann tu dir keinen Zwang an. Hau schon ab. Dann galoppieren wir mal eben hier auch wieder zurück. Weil hier ist ja jetzt ein zweiter grüner Punkt. Galopp, galopp, galopp. Unser Pferdchen läuft galopp. So, einmal bei Justin. Hey Sabrina, warst du meinem Opa besuchen? Dieser verrückte alte Mann hasst uns und würde nichts lieber sehen als einen Abriss der Mäulernställe. Okay, bei Justin geht's auch nicht mehr weiter. Dann galoppieren wir hier mal zu Tan. Die hat ja noch einen grünen Punkt für uns. Sabrina, hast du Neuigkeiten über Loretta? Ein Bulldozer ist auf dem Weg, um die Straße zu räumen? Das ist gut. Du hättest der GD nicht helfen sollen, aber dieser Herr Campbell ist ein richtiger Drecksack. Er hat dich ziemlich gut hereingelegt. Denk beim nächsten Mal vorher drüber nach. Du kannst der GD genauso weit trauen, wie Schweine fliegen können. So, der Bulldozer sollte die Straße jetzt geräumt haben. Reite zurück und suche nach Loretta. Ich hoffe, es geht dir gut. Beeil dich, Sabrina. Schnell. So, dann flitzen wir mal wieder los. Und nein, wir möchten dann nicht beitreten. So, schauen wir mal. Da vorne ist Loretta. Was machst du hier? Hast du dich verirrt oder so? Oh, Tan hat dich geschickt. Das war nett von ihr. Von dir. Dir geht es vielleicht trotz allem gut? Hör zu, es tut mir leid, dass ich so hart mit dir war. Du scheinst okay zu sein. Danke für deine Hilfe, Sabrina. Ich denke, wir müssen zu den Ställen zurückkehren. Das ist langweilig. Lass uns ein Rennen zurück zu den Ställen machen. Von hier bis zu Tan bei der Koppel. Der letzte ist ein Versager und das wirst du sein. Los geht's. Und da hängt uns die Loretta ab. Ich habe ja gesagt, ich würde gewinnen. Ich bin die Beste. Ich bin die Tollste. Auf der ganzen Welt. Du wirst mich eh nicht schlagen. So, dann geht's bei Tan weiter. Du bist wirklich besser, Sabrina. Ich glaube, du bist bereit für eine wirkliche Herausforderung. Weil du uns mit Loretta geholfen hast, lasse ich dich die Bobcat-Strecke reiten. Die Wildstrecke. Es ist schwer und gefährlich. Also sei vorsichtig. Vergiss nicht, dass du kein Bobcat-Mädchen bist. Also fühl dich nicht schlecht, wenn du unsere Rekorde nicht brichst. Das schafft keiner. Es ist keine Schande, gegen die Bobcats zu verlieren. Akzeptiere einfach, dass du immer die Zweite sein wirst, wenn wir da sind. So, dann galoppieren wir hier mal los.
ja, wir können ja nicht springen, also müssen wir hier überall drumherum reiten. Also überall im Zickzack. Das ist geschafft. Auf zu Tan. Das war ziemlich gut. Wenn du willst, kannst du die Strecke nochmal reiten. Sag mir einfach Bescheid und ich lasse dich nochmal reiten. Lass mich dir etwas über Wettrennen erzählen. Was du vielleicht noch nicht gewusst hast, jedes Mal, wenn du dich gut in einem Wettrennen schlägst, verbessert sich dein Ruf. Wenn du diese Strecke zum Beispiel mit gut meisterst, werden wir Bobcats sehen, dass du Talent hast. Ich verspreche aber nichts. Aber wenn du dir genug Respekt von uns verdienst, kannst du vielleicht ein Mitglied unseres Clubs werden. So, wir sind auf Level 4 aufgestiegen. Und jetzt ist bei Loretta auch so das Zeichen, dass es erst morgen weitergeht. So, also wir haben hier jetzt 3 Uhren. Und das war dann unser erster Star Stable Tag auf dem 6. Server. So, wir sehen uns dann morgen beim 2. Tag wieder. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.